ein Video von mir. Schön, dass ihr dabei eingeschaltet habt. Es ist jetzt ein ganz spontanes Video entstanden. Ich weiß nicht, ob dieses Video jemals zu Gesicht bekommen wird. Es ist mitten in der Nacht, es ist 22 Uhr und ich hatte gerade das Bedürfnis, ein Video zu drehen, weil es um ein Thema geht, was in nächster Zeit bei uns in Nordrhein-Westfalen passieren wird. Und da wollte ich euch ganz gerne mal meine Meinung präsentieren. Bitte seht es nicht. Es ist mir egal, ob ihr jetzt kritisiert oder nicht, und es ist mir auch egal, was ihr von mir denkt, weil ich stehe dazu, zu dem, was ich bin. Ich stehe dazu, zu dem, was für eine Meinung ich habe und wie ich die Dinge sehe und wie ich die Dinge nicht sehe. Vielleicht finde ich den einen oder anderen Deliko gut. Es kann auch sein, dass der eine oder andere so, übertreib's nicht. Es ist mir wurscht. Vorweg, es geht um die Kommunalwahlen. Am 15. September haben wir, nee, am 13. September 2020 haben wir tatsächlich Wahlen. Und nicht nur eine, sondern zwei. Wir wählen nämlich nicht nur den Bürgermeister, sondern auch den Kreistag, des Landrats und noch eine andere Vertretung des Landrates, irgendwie so. Ich habe heute an einem Sonntag, kurz bevor, eine Woche vor dem offiziellen Wählung, Wahlmöglichkeiten mir Gedanken gemacht. Ich habe mir diese Zettel mir jetzt mal angeschaut. Und ich muss euch ganz klar sagen, es sind sehr, sehr viele Parteien dabei. Ich habe euch jetzt, ich sage euch auch nicht, wen ich wählen würde oder wen nicht. Darum geht es auch gar nicht in diesem Video. Tatsächlich habe ich mir die ganzen, ja, diese vier Blätter angeschaut und bin wirklich zu dem Entschluss gekommen, ich bin einfach überfordert. Ich bin überfordert mit der Sache. Und jetzt, wie ihr gerade gesehen habt, habe ich jetzt die Blätter auf den Boden geschmissen. Das hat einfach mehrere Gründe. Ich bin überfordert von den ganzen Parteien. Um ehrlich zu sein, ich habe überhaupt keine Ahnung, was die Leute da verändern wollen. Ich meine, gut, ich bin jetzt schon seit 10 Jahren dabei. Ich nehme mal ein bisschen näher mit, damit ihr mich sehen könnt. Ich bin jetzt seit 10 Jahren dabei, zu wählen. Ich habe immer gewählt. Ich wusste nie in den 10 Jahren, was ich wählen soll und wen ich wählen soll und überhaupt. Ich wusste bis dato noch nicht. Ich habe immer mal wieder so Wahlomat gemacht und habe mir mal ein bisschen angeguckt, aber mehr auch nicht. Also so wirklich, wo ich sagen konnte, okay, ich wähle jetzt den und den und denke mir, der wird irgendwas verändern, habe ich nicht gemacht. Und wenn ich mir das mal gemacht habe, dachte ich so, beziehungsweise als ich das Wahlomat gemacht habe, kam die klare Ansage, wen ich wählen soll. Und das habe ich gemacht. Aber trotz all dem, in all den Jahren, hat sich bis dato nichts verändert. Ich bin nicht dieser Politiker-Blues-Fan. Ich bin auch nicht der Mensch, der jeden Tag die Nachrichten einschaltet und sich diesen Scheiß geben muss. Vor allem auch in Zeiten von Corona. Und durch die Zeiten von Corona habe ich für mich entschlossen, ich werde nicht wählen. Weil ich einfach, wenn ihr jetzt nicht wundert, dass mein Auge hier kurz vorher bisschen Dings ist, ich habe Augentropfen rein, deswegen gucke ich so ein bisschen komisch. Das ist doch mein Gott. Das passt überhaupt nicht zum Thema, aber ich gucke komisch. Ja, auf jeden Fall, ich werde nicht wählen. Das hat mehrere Gründe. Seit 10 Jahren habe ich gewählt und ich hatte das Gefühl, es hat sich bis dato nichts verändert. Dann, ich kenne die Leute nicht. Ich kenne die Leute nicht und sie sagen immer irgendwas, halten Versprechungen ein, die sie nie einlösen werden. Und das ist das, was mich auch am meisten aufregt. Wir wollen was verändern, aber es verändert sich rein gar nichts. So wie mit der Merkel. Was ist da denn los? Ich bin nicht der Politiker, Wissenschaftler, keine Ahnung, huxte Bude und was auch immer. Darum geht es auch gar nicht. Aber was darum geht, ist, dass hier wirklich was drastisch sich verändert. Und vor allem auch in Zeiten von Corona. Ihr wisst, Corona ist im Gange und da,
jeder normal denkende Mensch weiß, dass da irgendwas nicht sauber ist. Da ist irgendwas, da stinkt irgendwas. Die meisten Menschen, also nicht die meisten Menschen, die einen Menschen spüren das, die anderen lassen sich natürlich noch von dem Mainstream leiten. Ich bin aber nicht hier, um jetzt hier euch den Kopf klein zu hacken, um Gottes Willen. Bitte, und das betone ich jetzt auf allerhöchste Stufe, bitte, 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 und das ist das, was mich am allermeisten aufregt, jeder Mensch hat eine Meinung. Und wir leben im 21. Jahrhundert. Und Meinungsfreiheit ist hier erlaubt. Und wenn ich eine andere Meinung habe in Bezug auf Corona, dann bitte akzeptiere das. Und hör auf, die Menschen zu haten. In dieses Jahr, muss ich ganz klar sagen, habe ich so viel Hate noch nie im Leben erlebt. Aber auf eine krankhafte, absolut enttäuschende Art. Mich hat das Verhalten von meinem Ort sowas von den Socken runtergezogen. Ich habe gedacht, was stimmt mit der Menschheit nicht? Ihr könnt gerne dem Mainstream folgen. Hier geht es auch gar nicht darum, dass ihr gefälligst meiner Meinung haben solltet oder nicht. Hier geht es einfach darum, Respekt vor anderen Leuten zu haben. Und das Schlimme daran ist ja, nur weil jemand ein Verschwörungstheoretiker ist, heißt das nicht, dass er ein schlechter Mensch ist. Und das habt ihr nämlich die meisten Menschen das Gefühl gegeben. Ich weiß, dass die ein oder andere Menschen Verschwörungstheoretiker gar nicht leiden können. Okay, dann bitte akzeptiert die Menschen so, wie sie sind. Wir sind im 21. Jahrhundert, wir akzeptieren Menschen, die lesbisch sind, die schwul sind und so weiter und so fort. Warum kann man die Menschen, die anders sind, auch nicht akzeptieren? Warum geht das bei euch nicht? Warum könnt ihr das nicht? Warum müsst ihr glauben, dass die Menschen die Wahrheit sagen? Warum habt ihr das Gefühl, ihr müsst unbedingt dafür zwingen, dass die Verschwörungstheoretiker das glauben, was ihr glaubt? Akzeptiert es doch einfach. Das Schlimme daran ist ja, durch die Corona-Maßnahme, mein Auge, wird das Ganze verschlimmert. Durch die Corona-Maßnahme versuchen wir gar nicht mehr zusammenzuhalten, sondern wir reißen auseinander, weil jeder Mensch eine andere Meinung hat. Was ist denn verkehrt daran, eine andere Meinung zu haben? Es ist nichts verkehrt daran. Ich bin ich, du bist du. Jeder Mensch ist gut, so wie er ist. Und wenn der Mensch spirituell ist, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und wenn der Mensch einfach dem Mainstream glaubt, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Dann ist dieser Mensch noch nicht so weit. Aber entschuldigte bitte mal, warum müsst ihr diese Menschen auf kleinste, niveaulose Art und Weise haten? Und das ist nicht das, was wir erwarten. Wir haben hier auf dieser Erde richtig viele Probleme. Und ihr wisst genau, worum es geht. Was ist mit den Leuten in Afrika? Da hat sich auch keiner drum gejuckt. Was ist mit den Leuten in Afrika? Die haben nichts zu essen, die haben nichts zu trinken, die haben keine Wohnung, kein Dach über dem Kopf und die gehen auch nicht zur Schule. Und wir leben im Luxus. Deutschland lebt im Luxus. Wir haben ein Haus, wir haben ein Arbeitsamt, wir haben ein Hartz-IV-Amt, wir haben tausende Jobmöglichkeiten, wir haben unsinnige Jobvarianten und unsinnige Dinge, die man eigentlich gar nicht braucht, wie zum Beispiel ein Tee-Gedöns, der irgendwie uns beibringt, wie man einen Tee zubereitet. Ey Leute, was stimmt mit der Welt nicht? Und wir zerstören die Umwelt. Wir reden ständig davon, die Umwelt zu retten. Aber hallo Leute, das hat 10 Jahre bislang immer noch nichts getan. Das hat sich bis jetzt noch nichts verändert. Wenn wir wirklich drastisch was ändern wollen, dann müssen wir wirklich Konsequenzen ziehen. Das heißt, kein Flugzeug mehr, keine Boote mehr, keine Autos und kein Obst und Gemüse aus anderen Ländern. Weil das macht ein komplettes Umweltsystem spröde und kaputt. Kaputt, you know what I mean? Mir ist, als ich das eine Buch gelesen habe von da redet jemand über Bienen, hieß es nämlich, dass die Bienen uns die Information gegeben haben, dass das ganze Obst, was aus fernen Ländern kommt, damit auch die Umwelt schädigen. Der Kreislauf der Umwelt ist quasi durcheinander, der Zyklus ist durcheinander. Ihr kennt ja, jeder Mensch hat einen Zyklus und wir sind total geschädigt. Wir haben einen riesengroßen Stressbedarf. Die Leute werden schneller krank,
weil sie kaum Schlaf bekommen, weil sie immer nur im Stress sind und der Körper mal Alarmbereitschaft ist und weil die Zirbeldrüse nicht mehr richtig funktioniert. Für diejenigen, die nicht wissen, was eine Zirbeldrüse ist, googelt mal, die Zirbeldrüse ist dafür zuständig für Tag- und Nachtschlaf. Wenn das durcheinander ist und das Hormonsystem Melatonin durcheinander ist, dann ist nichts mehr am Laufen. Und ich sage euch, ich kenne das selber und die Umwelt ist auch dadurch wirklich durch den Zyklus komplett durcheinander gewirbelt. Man wundert sich ja immer, warum die Wespen so aggressiv sind. Ich glaube, ich weiß, warum die aggressiv sind. Erstmal haben die so einen richtigen fressigen Hunger und zweitens haben sie einen richtigen Hass auf die Menschheit, weil wir sagen immer, wir wollen die Umwelt retten. Wieso verbieten wir nicht mal Nutella mal, dass Nutella aufhört, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, den Leuten das rauszuverkaufen oder den Leuten die Umwelt zu klauen oder die Bauer zu klauen um ihren Ackerlande und so weiter. Und Nestle und Co., was ist damit? Warum kriegen die denn nicht mehr ihre gerechte Strafe? Was ist damit? Das stimmt doch alles vorne bis hinten nicht. Wenn wir wirklich was ändern wollen, dann muss sich jetzt was ändern und nicht morgen, übermorgen, sonst was, sondern jetzt sofort um die Uhrzeit, Leute. Und nicht in 100 Jahren. Nein, ich werde niemals Politikerin und Gott um Gottes Willen Bürgermeisterin. Darum geht es auch gar nicht. Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, ob ich wirklich wählen soll. Und ich habe echt gedacht so, wenn du jetzt irgendjemanden wählst, den du nicht kennst und dir irgendwelche Versprechungen hältst, ey, sorry, das ist so wie ein gefälschtes Ergebnis. So kam es mir vor. Weil wenn ich nicht geübt hätte für Mathematikklausur, dann fälsche ich einfach irgendwas, um dahin zu brabbeln und dann zack, der Bohne kriege ich eine gute Note. Weißt du, was ich meine? So, und so fühlt sich das bei mir so ein bisschen an, wenn ich jetzt irgendjemanden wähle und darauf vertraue, dass er irgendwas macht. Vielleicht, obwohl ich keine Ahnung habe, was er macht. Und vielleicht macht er auch genau das Falsche, was ich auch gar nicht will. Dann bin ich ja auch am Arsch. Also im wahrsten Sinne des Wortes stehe ich bei Nullpunkt. Also kann ich am wahrsten Sinne des Wortes sagen, ja, scheiße, wollte, ich wähle niemanden. Weil ganz ehrlich, dann will ich halt niemanden, dann tue ich mir nicht weh. Und da wird dann vielleicht nicht der falsche Mensch gewählt. Aber was viel wichtiger ist, dass sich hier was ändert. Und hier muss sich was ändern. Es kann hier ja nicht weitergehen. Ganz ehrlich, Leute, wir haben hier eine Meinungsfreiheit und da werden andere Leute drauf rumgehetzt und beleidigt und gedemütigt, weil man eine andere Meinung haben. Hey, Leute, wir sind im 21. Jahrhundert, was soll denn das? Ich zum Beispiel habe in meiner Ortsgruppe, das sind totale Spießer, wirklich Spießer, die haben in Corona-Zeiten haben sie Werbung gemacht für Restaurants und Pipapo. Kann ich alles verstehen. Ich bin Kartenlegerin. Ich muss auch meine Brötchen backen. Die haben meine Werbung gelöscht und haben mich rausgeschmissen und mich gedemütigt. Das ist eigentlich eine Straftat, was sie machen. Und wir leben im 21. Jahrhundert. So darf das gar nicht sein. Das darf nicht passieren. Und das finde ich erschreckend. Das ist ja keine Spam-Nachricht. Das ist ja keine Nutten-Nachricht. Das ist ja eigentlich vollkommen normal. In der heutigen Gesellschaft geht alles drunter und drüber. So geht das nicht. So darf es nicht weitergehen. Wir müssen die Umwelt retten. Wir müssen dafür sorgen, dass wieder mehr Tiere da sind. Wir müssen sorgen, dass die Bienen wieder da sind. Ohne Bienen gibt es kein Essen. Und das ist das Problem. Wir lassen uns von komplett von vorne bis hinten verarschen. Und vertrauen, dass die das alles regeln. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und glauben, dass wir mit Impfungen auch alles Mögliche heilen können. Um Gottes Willen, Leute, Impfungen, die bringen rein gar nichts. Was in einem gesunden Immunsystem ist, viel Obst und Gemüse, viel Trinken, viel Bewegung und viel Vitamin D. Ich kenne es ja auch, ich gehe auch kaum raus. Aber Vitamin D ist das A und O. Und Vitamin D ist so gesund. Warum? Wenn ihr das nicht bekommen könnt, ihr nachts nicht schlafen. Das ist Fakt. Warum haben Leute so wenig Vitamin D? Ja, kein Wunder, weil sie kaum rausgehen. Und der Zyklus auch durcheinander ist. Und das, wenn ich wählen würde, würde dann gar nichts bringen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Um Gottes Willen, ich möchte nicht sagen, jetzt hört auf an zu wählen. Ich will nur meine Meinung sagen. Ja? Aber wirklich, Leute, ich wähle niemanden, weil ich habe das Gefühl, wenn ich jemanden wähle, der wird das nicht auf die Pette kriegen. Hier muss was Drastisches verändern. Das muss krass laufen. Also nicht mehr wie im 18. Jahrhundert. Wir müssen back to the roots gehen, tatsächlich. Wir müssen back to the roots gehen, so wie im 18. Jahrhundert, wo Leute nicht so viel zu essen haben, damit die Erde sich erholen kann. Und zwar drastisch und zwar schnell. Keine Flugzeuge, keine Busse. Vor allem das wegen Flugzeugen, das ist auch noch so ein Thema. Die Leute, die was gegen Verschwörungstheoretiker haben,
und Angst haben vor Corona. Die fahren dann im Urlaub. Ich verstehe euch nicht. Ihr hatet uns wegen bla bla bla, aber selber fahrt ihr in den Urlaub, im Sommerurlaub. Versteht mal einer den Sinn? Ich meine, ich, das ist ein Urlaub, ist ein riesengroßer Luxus. Und ich war schon seit gefühlt 10 Jahren nicht im Urlaub. War ich das letzte Mal im Urlaub? 2017? Ja, so sieht's aus, Leute. Ich bin wenigstens so diejenige, die sagt, okay, ich fliege nicht mehr. Ich werde auch nicht mehr wegfahren. Ganz einfach. Wir müssen auch damit auskommen, ohne mal zu fliegen. Und, sorry Leute, aber ich verstehe es nicht. Ihr hältet den Verschwörungstheoretiker und dann selber fährt ihr den Urlaub. Also da muss ich auch ganz schön passen und sagen, geht's noch? Wenn ihr Angst vor Corona habt, dann bitte schaut es bitte euch an und nehmt das in Kenntnis, was mit Corona euch macht. Denn hier geht es um viel mehr um Dinge. Hier ist die Kacke am Dampfen. Und das ist wortwörtlich gemeint. Hier ist die Kacke am Dampfen. Und was hier stimmt einiges nicht. Und das, was einiges hier nicht stimmt, das muss mal richtig schön ordentlich erledigt werden und richtig erledigt werden. Und mit einem Bürgermeister, der noch keine Ahnung hat, wie man ein Bürgermeister wird, würde ich mal behaupten, vielleicht haben die mich ja auch gehatet. Die will ich ja definitiv nicht mehr. Jetzt ohne Scheiß, hier muss sich einiges ändern. Freie Meinungsfreiheit. Das erinnert mich ein bisschen wie an Sophie Scholl. Sophie Scholl hat ja auch immer geglaubt, Adolf Hitler war ein guter Mensch. Und nachher hat sie herausgestellt, was sie für falsche Spielchen gespielt hat. Und dann hat sie rebelliert und wurde dann geköpft. Kommt mir ein bisschen spanisch vor, ne? Und vor allem total interessant, das habe ich dann im Februar noch gelesen. Sowas aber auch, die Moira liest Biografien. Nur das mal ganz kurz zu vormerken. Mein Opa wollte immer, mein verstorbener Opa, dass ich immer sehr wissbegierig bin und Zeitung lese. Also so wirklich Politik und so. Also das, was in den Medien drin steht. Habe ich nie gemacht. Und dieses Jahr war es wirklich so, dass ich im Februar wirklich, also nicht Zeitung lesen habe, aber mich mit der deutschen Geschichte auseinandergesetzt habe. Und mein Opa hat ja wirklich viele Bücher für mich mir geschenkt über deutsche Geschichte und so, ne? Also die musst du kennen und so weiter und so fort. Hat er mir geschenkt. Weil er wollte unbedingt, dass ich da mich auskenne. You know what I mean? Ich habe mich da ein bisschen schlau belesen. Hexenverfolgung, 16. Jahrhundert. Deswegen sage ich immer Hexenverfolgung, weil hier kommt es mir ein bisschen spanisch vor. Hier stinkt's gewaltig. Und einige spirituelle Menschen auch. Und ich bin auch ehrlich und direkt und ich sage es auch vornherein und mir ist auch scheißegal, wenn das die Leute nicht passen, ist, ich bin ja nicht hier, um euch zu gefallen, ich bin hier, um mir zu gefallen. Und ganz ehrlich, Leute, hier stinkt's gewaltig. Und deswegen werde ich auch nicht wählen, weil ich denke, es würde rein gar nichts bringen, wenn ich irgendjemanden wähle, den ich nicht kenne und auch nicht weiß, ob er seinen Job wirklich gut machen wird. Der wird vielleicht schwafeln, aber was bringt das? Sieht man ja bei Merkel. Und jemand, der Tierarzt ist wie Spahn, hä? Oder wie hat der Typ, der erzählt von wegen, ist Tierarzt und hat Ahnung von Corona. Das war ja auch wieder eine Art, was mich auch ein bisschen aufregt. Verschwörungstheoretiker, Theoretiker, Ärzte. Normale Menschen, Mainstream, Merkel, Spahn, Tierarzt. Fragezeichen. Müsste da nicht ein normaler Arzt mehr Ahnung haben? Hier geht es nicht um Geld verdienen, hier geht es um Wahrheit rausbringen. Vor allem YouTube und Facebook. Darf nicht mal irgendein Mensch mal selber entscheiden, was für ihn richtig oder falsch ist? Das wird ja sofort von Facebook und YouTube gelöscht. Das ist falsch. Wisst ihr, was ich meine? Jeder Mensch hat für sich seine eigene Wahrheit zu entdecken. Und wenn Facebook vornherein schon irgendwelche Nachrichten löscht, zu behaupten Fake News, dann wird der Mensch niemals auf seine eigene Wahrheit kommen, auf die eigene Wahrheit finden. Wenn Facebook schon vorgibt, das ist Fake, dann wird der Mensch niemals auf darauf kommen, dass es seine, dass das, was gelöscht worden ist, vielleicht doch für ihn stimmig ist. Wisst ihr, was ich meine? Ganz komplizierte Kiste. Jedenfalls, ich werde nicht wählen. So, und das war es jetzt für heute. Bye, bye.